Jawohl, wir machen jetzt hier oben Angeltoren. Was haben wir hier? Ein Angelsteg. Hier oben können wir auch noch so ein bisschen uns ausbreiten und vielleicht so ein bisschen so Wassergerümpel machen. Gott, Wassergerümpel, wie heißt es denn? Baukosten. Wir machen mal hier so ein kleines Beach-Volleyballfeld hin. Vielleicht direkt neben dem Taxistand oder hier so. Das würde ganz gut aussehen. Da freut sich auch das Gewerbe. Wir könnten vielleicht hier noch ein bisschen. Was ist das denn alles? Ein Reitstall. Ernsthaft jetzt, okay. Skateboardpark. Da ist nichts weiter drin, was mich jetzt komplett fasziniert. Platz mit Bäumen. Vielleicht da noch ein bisschen was bauen. Mal schauen. Hier entsteht bereits was. Hier ist aber noch nichts. Machen wir da mal was hin. Und vielleicht, da ist bereits schon was. Also ja, klar, da ist meine Polizeiwache drauf, logisch. Wir lassen das mal so. Wir lassen das mal so. Ein Reitstall, okay. Reitstall wurde ja. Schock? Was war jetzt los? Ey, irgendwas war jetzt gerade. Irgendwas war jetzt gerade. Hat ein Solarkraftwerk gebrannt oder so. Das hat mir gerade gar nicht gefallen. Das war gerade mega spooky. Okay, ganz, ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles cool. Das mit dem Strom, das war jetzt. Habt ihr was mitbekommen? Sieht ganz gut aus. Hier entsteht ein bisschen was. Und ich würde halt jetzt. Gut, wir haben jetzt hier groß Downtown. Ich würde einen Bereich ganz gern machen wollen, was so ein bisschen ländlicher wieder angehaucht ist. Ich überlege gerade, wie ich das am blödesten mache. Ob wir uns nach unten jetzt ausbreiten, also diesen Bereich hier noch freigeben für Wohngebäude. Ranklotzing weiter ausbauen oder ob wir. Wie sieht es denn hier allgemein aus? Aber ich glaube, Nachfrage ist sowieso keine da. Hier hinten stand mal ein Haus. Warum ist es weg? Ich bereite mal vor. So. Und auch den Bereich mache ich auch mal noch mit. Nur um sicher zu gehen, dass wir hier nichts verpassen. So, den Bereich gebe ich noch frei. Und hier oben, das kann wieder weg. Genauso wie das. Passt das? Das passt. Grün auf Grün ist echt schwierig zu erkennen. Das lassen wir mal so. Aber strommäßig, wartet mal. Pinsel, das passt. Strommäßig haben wir da Probleme oder was? Aber das würde ja auf gut Deutsch bedeuten. Gut, wir haben natürlich budgetmäßig. Wir sind in der Nacht. Tagsüber sind wir bei 90%, Nacht bei 140. Kann gut sein, dass das nicht mehr reicht. Gehen wir nachts auf 150 und tagsüber mal auf 95 hoch und beobachten das Ganze mal weiter. So, wir haben keine Nachfrage nach Gewerbe, nach Industrie. Wir könnten jetzt Industrie bauen, wir könnten aber auch, mal gucken ganz kurz hier, das da unten ist auch so, das ist wegen dem Anschluss steht es hier ganz gern mal. Wenn ich ihn aber wegnehme, müssten die durch die ganze Stadt karren und das will ich auch nicht. Ja, hier steht's ab und zu mal, alles sind so. Es ist kein kompletter Stau. Es läuft noch. Guckt euch an, wie viele Leute hier unterwegs sind. Also da hat der Patch einiges gebracht. Sieht aus, als würde der Donutladen, das Donut-Auto, eine Rundumleuchte haben. Einer hat mir gesagt, ich soll doch mal so Fußgängerüberwege und sowas bauen. Ich weiß, es ist bei Deko, glaube ich, drin, ne? Das ist, glaube ich, bei Deko drin. Pflasterweg, Fahrradstraße, Kiesweg, Pflasterweg. Aber das Problem ist halt, dass der Pflasterweg, ja, den kannst du halt, der braucht eigene Plätze dafür, um irgendwo irgendwie rüberzukommen. So, wir können jetzt hier was bauen, aber
bist du so nachträglich so eine Fußgängerbrücke, kannst du vollkommen vergessen. Dann müsstest du alles wieder wegreißen. Und das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Jetzt gucken wir, das ist okay so. Wir lassen das mal so. So. Gut, Industrie hier oben haben wir, glaube ich, keine großen Plätze mehr frei, wo wir noch was reinquetschen können. Hier haben wir ein bisschen mit Bürogebäuden angefangen. Hier ist alles ein bisschen sauberer geworden. Wir könnten vielleicht hier ein bisschen Büro noch mitmachen. Dass wir vielleicht den Bereich hier noch als Büro freigeben. Direkt neben dem Park. Ich denke mal, das ist vielleicht auch ganz gut angesehen. Also vielleicht hier bis hierher noch Büro machen. Näher würde ich die ehrlich gesagt auch nicht zur Mülldeponie packen wollen. Weil... wer will da schon arbeiten? Wer will da schon gern arbeiten? Also, nee. Hier in der Mitte ist echt ein bisschen Brachland, ne? Da habe ich sehr viel Platz verschwendet. Leider kann man da halt auch nichts hinbauen, was das Ganze ein bisschen auflockern würde. So, wir schauen mal hier nach. Man könnte zum Beispiel auch diesen Bereich hier mit ein bisschen Bürogebäuden versehen. Weil die Anbindung ist eigentlich ganz gut. Machen wir vielleicht hier noch ein bisschen Büro. Weil da haben wir auch keine Wohnhäuser drumrum. Das heißt, hier könnte auch ein bisschen was entstehen. Du aber nicht. Na komm. Stückchen weg. Okay, gut. Wassermäßig sieht es gut aus, sieht schlecht aus. Die Anbringung ist da, das ist gut. Okay. Eigentlich wäre es, wie gesagt, ganz gut, wenn wir irgendwie mal eine Anbindung machen könnten an das Gebiet hier unten. Dass die Leute halt auch irgendwie da rankommen. Es wäre vielleicht ganz schön, wenn ich jetzt hier vielleicht mit Fahrradwegen, müssen wir mal gucken, Straße mit Fahrradwegen, einmal Freestyle wieder ein bisschen was bauen. Mit dekorativen Grass, aber wir machen dekorative Fahrradwege und wir machen die Freiform. Wir gucken einfach mal, dass wir hier vielleicht da bei den Solarkraftwerken rauskommen. Einmal so ein bisschen Freestyle. Nicht zu sehr gedrungen aussieht, aber auch nicht aussieht, als hätten wir jetzt hier... Das sieht doch ganz nett aus. So. Dann könnte man zum Beispiel den Bereich hier oben noch mit Wohnhäusern versehen. Das heißt, wir könnten hier jetzt noch eine Straße machen, die hier so abgeht. Na, vielleicht ein bisschen weiter oben. So nicht so viel Platz verschwenden. Ja, genau so dachte ich mir das. So. Und dann vielleicht ein bisschen so. Das ist so der Übergang von wir bauen alles gerade zu... da wird es ein bisschen eng. So. Aber hier können wir jetzt nichts mehr bauen. Genau, da ist ja auch ein Lost Gebäude aus. Da können wir auch nichts mehr machen. Dann ist das einfach so eine kleine Sackgasse. Vielleicht mache ich jetzt hier auch noch so Dinge. Heute bin ich kreativ. Heute bin ich kreativ. Heute wird krumm und schief gebaut. Das soll auch Richtung Park gehen. Hier hinten sind die Häuser dann am teuersten. Direkt da, wo der Hund an den Baum kackt. Da ist es immer am teuersten. So, und die haben wir jetzt auch noch nicht angebunden. Das heißt, die würde ich jetzt auch ganz gern hier jetzt mit rannehmen. Rannehmen werden die jetzt hier. Was ist da schon wieder los? Ne, das geht so nicht. Wieder weiter oben anpacken. So, hat mal die Anbindung. Leute, guckt euch das an. Ist das... Das ist gut. Und da kommt auch sofort Nachfrage nach Wohngebiet. Müssen wir sofort im Keim ersticken. Können wir mal hier schon mal vorsorglich verbinden. Noch diesen Bereich hier in der Mitte. Dann weiß ich nämlich genau, ich habe alles angeschlossen und wir können bauen, wie wir lustig sind. 1,3 Millionen Geld. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Gefällt mir irgendwie. Und die haben jetzt halt auch die Möglichkeit... Warum habe ich eigentlich jetzt hier... Wartet mal. Straßen. Warum habe ich jetzt hier... Damit es schöner aussieht, ne?
verbessern. Aber ich möchte halt, dass die Leute mit Fahrrädern überall hinkommen. Auch wenn die Straße gar nicht mal so schlecht aussieht. Aber vielleicht will der ein oder andere mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und dem möchte ich den Spaß natürlich auch nicht nehmen. Fahrradfahren ist gut. Was ist denn hier passiert? Was ist denn das? Ist das eine normale Straße oder was? Sehr strange. Okay. Sehr schön. Hätten wir das. Und hier hinten könnten dann die ersten Leute auch direkt hier hinterfahren. Zur Arbeit zum Beispiel. Wenn sie Bock drauf haben. Wenn sie Bock drauf haben. So, in diesem Bereich hier würde ich ganz gern mit vielen kleinen Wohnhäusern noch freigeben. Das ist nochmal so ein Bereich Alt-Klein-Klotzing. Auch wenn es ziemlich spät erst gebaut wird. Was ist denn jetzt los? Hallo, mein Controller ist an. Ach, ich find's wieder lustig. Ist es mal wieder soweit? Okay, jetzt habe ich ganz kurz keinen Ton. Doch, ich habe wieder Ton. Thompson ist back. Ja, ja. Die gute, liebe Xbox. So. Den ganzen Bereich gebe ich frei. Für kleine Wohnhäuser. Oben lasse ich mal erstmal noch offen. Da weiß ich noch nicht, was da so hinkommt. Aber so den inneren Kreis, den kann man freigeben. Sowas beunruhigt mich immer, wenn ich so höre. So, da weiß ich genau, alles klar, es geht wieder los. Es geht wieder los. Okay. Ich mache mal den Bereich noch so zur Hälfte mit. Oder bis hier hinter ist vielleicht ganz gut. Okay, und hier hat man auch noch ein bisschen... Nein, Bürogebäude habe ich gesehen. Können wir mal so machen. Auch die Kästchen immer ausmalen, nie was offen lassen. Weil es ist sonst Platzverschwendung. Gut, damit die Infrastruktur hier oben passt, machen wir einfach mal so einen kleinen Rundumcheck. Wo ist die letzte Grundschule zum Beispiel? Da ist eine. Da würde ich jetzt hier hinten eine hinbauen wollen. Hat eine Scheißanbindung. Vielleicht machen wir sie dann hier außen hin. Genau. Deswegen habe ich es freigelassen. Es war also pure Absicht. Also, die Grundschule kommt hier hin. Wie sieht es mit der Oberschule aus? Da machen wir vielleicht auch mal eine gleich daneben. Mein Gott, was wir haben, das haben wir. Ihr habt noch keinen Strom. Wird schon kommen. Und wir hauen richtig auf die Kacke. Ich baue auch hier oben noch eine Uni hin. Dann ist da Ruhe. Dann haben wir hier oben auch eine richtig schöne Anbindung. Und die Leutchen hier, die freuen sich auch. Vielleicht könnte man zwischen den Gebäuden noch ein bisschen parkmäßig ein bisschen was machen. Wollen wir mal schauen. Ein kleiner Spielplatz neben der Grundschule macht vielleicht einen guten Eindruck. Gut, bauen wir halt hier einen Spielplatz hin. Ist auch okay. Was haben wir noch im Angebot? Ein Garten für die Denker. Das ist ja auch so einer meiner Lieblingsbauten mit hier. Bauen wir auch hier hin. Vielleicht noch einen zweiten direkt gegenüber. Oder hier so in der Mitte. Vielleicht auch ganz gut. Könnt ihr sich auch noch ein bisschen auslassen. Die Leute da unten, die freuen sich, die klatschen in die Hände. Da werden Gebäude verbessert ohne Ende, wie man hört. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Okay. Und hier oben in dem Bereich. Ich würde hier oben ganz gern so ein bisschen so Angeltouren vielleicht was machen. Vielleicht ein kleines Restaurant. Genau neben der Eisenbahngleise. Ist ziemlich romantisch. Kann man, glaube ich, auch machen. Wohl der Bereich, der sieht ja eigentlich ganz gut aus. Vielleicht machen wir hier noch so ein kleines Vergnügungsviertel hin. Hier gibt es ein kleines Müllproblem, wie man sieht. Wenn man die Karte dreht, denkt man sofort... Scheiße, was ist das für ein Gebäude? Was habe ich denn da gebaut? Hm. Gut, ich würde hier ungern hier oben eine Müllanlage hinbauen. Das würde ein bisschen aussehen. Hier staut sich es bereits ein wenig. Muss man ein bisschen im Auge behalten, weil die Kreuzung, die ist jetzt echt nicht ohne. Jetzt dürfen die fahren. Ja, weil das natürlich der Zubringer ist von den Leuten, die auch von der Autobahn kommen. Das könnte zu Problemen führen. Und dann die Busse noch mit dazu. Hier, der Flixbus ist am Start. Hm. Ja, doch, es fließt noch. Es fließt noch. Die Ampelphasen sind lang genug.
Und so viel Verkehr haben wir jetzt vom Flughafen auch noch nicht, dass wir jetzt hier komplett eskalieren müssten. Gut. Wir gucken mal. Ich wollte bei Parks nochmal schauen. Weil da gibt es ja hier einiges. Ein Angelsteg. Gibt es hier irgendwie Angeltoren? Was gibt es hier noch? Ein Jetski-Verleih. Ein Yachthafen. Den können wir noch bauen. Ein Yachthafen. Würde nämlich auch ganz gut zu dem Tori-Bereich hier oben passen. Vielleicht hier so. Eins. Haben wir vielleicht so zwei. Das sieht geringfügig scheiße aus. Das sieht echt scheiße aus. Nee, das kann man nicht machen. Das sieht aus, als wären die Schiffe irgendwie am Faden, würden die hängen. Das geht ja gar nicht. Hier unten geht vielleicht sowas. Das, hier unten können wir es bauen. Das, hier unten würde es gut aussehen, schaut. Das ist okay. Machen wir hier einen hin. Das sieht doch schon mal besser aus. Warum ist das jetzt hier eine Sackgasse? Will er, dass ich hier Wege anbaue oder was? Was will er denn da? Anschließen kann man hier nichts. Nö. Ich weiß nicht, was er da will. Ob er hier eine Straße hinhaben will? Gut, bau mal. Kriegst du halt eine Straße, aber. Ja, das sieht. Nee, das. Da gibt es schönere Ecken hier auf der Karte. Da gibt es schönere Ecken. Was haben wir denn hier noch? Ein Restaurant. Das wäre da ganz gut. Ein Restaurant. Genau, das sieht da nämlich auch ganz gut aus. Das kann man, glaube ich, mal tüdeln. Mal gucken. 25.000, natürlich auch nicht ohne. Mich irritiert nur, dass er. Ich baue mal hin. Wie sieht das Ganze aus? Sieht ganz nett aus. Und auch hier ist eine Sackgasse. Komm, kriegt er jetzt einen Kiesweg? Ich probiere es einfach mal aus. Ich baue das auch von hier. Ein Kiesweg dahinter. Zu hoch, geht nicht. Der Kies würde zusammenrutschen. Dann kriegst du einfach so einen Weg. Entfernung zu gering. Ich kann aber auch hier, wie gesagt, nirgendwo anschließen, anfangen. Das geht nicht. Also die Gebäude verstehe ich ja mal gar nicht. Nope. Verstehe ich nicht. Ehrlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich... Das sieht zwar schön aus, aber wie schließe ich das ganze Zeug an? Das ist nix. Gut, ich krieg mal wieder bitte was zurück. Das habe ich keine Ahnung. Ja, ich weiß, ihr wollt ja was haben. Ihr sollt ja auch sowas kriegen. Wartet da mal ab. Mal ganz kurz gucken. Hier entstehen jetzt auch Gebäude. Das ist okay. Strom. Probleme. Kann das daran liegen, dass ich jetzt, weil ich ein Müllkraftwerk vorhin gelöscht habe, dass ich jetzt so ein bisschen, dass die Autos nicht mehr hinterherkommen? Oder... Ach ja, es geht los. Viele Baustellen auf einmal wieder. Nochmal gucken, wie die Auslastung ist. Die haben kaum was zu tun. Das sieht auch gut aus. Die haben nichts zu tun. Der ist jetzt fast voll ausgelastet. Der läuft fast auf Anschlag. Also solange da jetzt hier kein... Sag schon... nichts Schlimmes entsteht, würde ich es einfach mal so laufen lassen und gucken, was passiert. Und dann mich wieder hier oben um den Kram kümmern. Deko. Wartet mal. Ich habe jetzt mal eine andere Idee. Heute bin ich sehr, sehr sprunghaft, was das Ganze angeht. Was gibt's denn hier noch? Hier gab es einen Reitstall, wurde mir gesagt. Genau, wie sieht denn der aus? Wie groß ist der? Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht mache ich dann jetzt hier, passt mal auf, wir machen jetzt einmal freischnauzig. Hab einfach mal Bock, ein bisschen so, hier kann man mit Fahrrädern dann hinterfahren. Vielleicht so ungefähr bei der Hälfte.
nochmal eine Trennung rein. Passt das? Das ist gerade. So, und hier, ihr wisst ja, es gibt ja viele, viele Stadt-Cowgirls, ne? Und die wollen natürlich auch, die wollen reiten, die wollen, was weiß ich, in die Diskothek gehen. Obwohl Diskothek neben dem Ponyhof ist vielleicht nicht so der Hit. Wir machen jetzt mal hier einen Reiterhof hin. Hier einen Reiterhof hin. Wir machen jetzt, ich möchte ja auch ein bisschen grüne Lunge haben. Die großen Parks, da hieß ja kleiner Park, glaube ich. Park mit Bäumen, den können wir hier damit hinmachen. Sieht sogar ganz gut aus. Komm. Eins zur Seite, eins zur Seite, ja. Du kommst dahin. Großer Spielplatz, Picknicktische. Picknicktisch ist vielleicht noch ganz nett. Das können wir hier so machen. Kleiner Park. Den machen wir hier noch mit hin. Das ist so meine Erholungszone hier. Hier einer hin. Und da einer hin. Ja, es sieht wieder aus, als würde ich einen Schlosspark hochziehen. Sehr gekünstelt. Aber ich glaube, das ist gut. Hier will ich jetzt aber auch ein Pferd sehen, genau. Sehr schön. Das kostet alles einen Haufen Geld. Aber für die Mädels machen wir das. Die freuen sich, die sind da happy. Mal gucken, ob jetzt hier Besucher letzte Woche gar niemand. Finde ich gut. Auch hier sorgt man natürlich für ordentliche Infrastruktur. Das heißt, wir werden... eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir hier eine U-Bahn noch mit hinbauen würden. Weil Platz hat man nämlich sogar. Und hier oben haben wir noch keine U-Bahn. Das heißt, ich würde... Passt mal auf. Wir bauen jetzt hier, das ist eine U-Bahn-Station. Hier bauen wir eine U-Bahn-Station hin. U-Bahn-Station. So, wie schließen wir denn den ganzen Kram an? Wo ist denn der letzte Tunnel, den wir anzapfen könnten? Hier oben ist einer, aber das würde, glaube ich, mehr Sinn machen, wenn wir direkt... Was habe ich denn hier gebaut? Wenn wir hier einen Tunnel anschließen würden. Genau. Machen wir doch von hier einfach mal einen Tunnel da hier hoch. Damit es wenigstens ein bisschen gut ausschaut. Genau. Okay, und dann machen wir hier eine neue Linie. Die soll alles mitnehmen. Die beginnen wir vielleicht hier. Fährt dann hier hin. Ich möchte halt die Anwohner nach oben schaffen. Und das mit Hyperspeed. Genau, dann machen wir hier noch eine hin. Dann machen wir hier einen Zwischenstopp. Fahren wir hier hoch. Und dann geht der ganze Weg wieder zurück. Gucken, hier ist auch noch eine Route. Die geht dann hier runter, okay. Aber dann würde ich jetzt wieder hier hinfahren. Und zu guter Letzt hier. Und hier jetzt abschließen. Dann wäre das Ding angebunden. Auch werden wir hier für die Taxifreunde natürlich einen Taxistand hinstellen. Vielleicht am besten gleich so gegenüber. Vielleicht gleich zwei. Das sieht dann ein bisschen netter aus. Vielleicht so. Genau, und einen Bus bräuchte man vielleicht noch. Obwohl, nee, bräuchte man gar nicht. Bräuchte man gar nicht. Das ist schon okay, so wie es ist. Das ist okay, so wie es ist. Weil ich es gerade sehe, dass es hier brennt. Wie sieht es denn mit Feuerwehr aus? Ist auch nicht so bombastisch. Wir können ja vielleicht mal hier wieder so etwas Größeres mal hinbauen. Sag mal, Krankenhäuser haben wir hier oben noch gar keins, kann das sein? Ja, echt wenig. Echt wenig. Machen wir vielleicht hier an der... Ja, Naherholungspark und so. Hier, so Krankenhaus und so. Jawohl. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Hat auch einen sehr großen Radius. Machen wir vielleicht hier so ein großes Krankenhaus hin. Bestattungswesen ist alles im grünen Bereich. Ein großes Feuerwehrhaus. Können wir vielleicht hier hinbauen.
dass da ja nichts ist. Mit Feuer und so. Was haben wir noch? Polizeihauptquartier. Machen wir auch eins hin. Und damit hätten wir doch eigentlich fast alles. Parks haben wir jetzt hier oben ohne Ende. Also da braucht sich dann, glaube ich, niemand aufregen. Ich würde auch hier keine Wohnhäuser jetzt bauen. Ich würde vielleicht den Bereich hier an der Seite... Komm, geh zurück. An der Seite noch freigeben. Dass da vielleicht noch ein bisschen was entsteht. Hier so. Da lasse ich noch mit mir reden. Das ist okay. Gut, wenn ich das auf der Seite mache, müsste ich eigentlich auch auf der Seite das machen. Das hier ist richtig gut. Vielleicht können wir jetzt diese Seite hier noch freigeben. Das können wir mal machen. Geben wir diese Seite mal komplett frei. Gut, wenn ich das so mache, muss ich das auch hier machen. Ich kann mir hier noch was Kleines hinbauen. Was Kleines, ne? Und er baut gleich das Größte. Was geht wieder? Genau, das Krankenhaus sieht richtig gut aus. Und hier wird abgegradet ohne Ende. Ich denke mal, auch allein mit den Parks sollte hier einiges Großes entstehen. Wir können ja in Ranklotzingen... Ranklotzingen ist zwar das Arbeiter... der Arbeiterbereich, aber... oh, das müssen wir auch größer machen. Das müssen wir ja auch größer machen. Was ist da los hier? Ranklotzingen ist gewachsen. Ranklotzingen. Gehört das natürlich alles noch mit dazu. Das ist alles Ranklotzingen hier. Gut, in dem Bereich hier nach unten gebe ich auch mal frei. Gehört auch noch mit dazu. Das ist alles, das ist Bereich Ranklotzingen hier oben. Das gehört alles dazu. Halt das hier nicht mehr. Das hier nicht mehr, da habt ihr recht, weil das ist, aber der Park gehört, das ist der Ranklotzinger, der Ranklotzenpark. Park zum Ranklotzen. Die Straße noch. Gut, und die, ja, Polizei und Feuerwehr, die klotzen auch ran. Das passt dann schon. Okay, und hier ist jetzt... Der Park müsste dann eigentlich auch noch mit dazugehören, aber... Machen wir es mal so. Okay. Und hier wollte ich jetzt noch, hier entstehen Hightech-Wohnhäuser, möchte ich ganz gerne hier oben noch haben. Recycling ist drin. Das ist gut. Wir haben auch noch einen Bug drin. Hightech-Wohnhäuser. Dann geht es dann mal richtig ab. Und Förderung des Fahrradfahrens bauen wir auch noch mit rein. Altstadt nicht mit mir. Hochhausverbot überhaupt nicht. Haut rein, was geht. Dienstleistungen, Freizeitnutzung, kostenloser Nahverkehr ist bereits drin. Okay, gut. Jetzt soll es hier nämlich nochmal einen richtigen Schub geben. 43.000 Leute. Es dauert echt ganz schön lang, bis man hier... Oh, ich sehe gerade... Gewerbe ist gefragt, ohne Ende. Bürogebäude sind gefragt, ohne Ende. Bei Gewerbe, ein Gebäude ist abgebrannt. Sollte relativ schnell wieder Neues entstehen. Hier, das sieht eigentlich gut aus mittlerweile. Ich gucke auch immer, wenn nachts ist. Guck mal ganz kurz Strom, das sieht aber auch okay aus. Ich glaube, Strom müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen was nachlegen. Vielleicht noch das ein oder andere Windkraftwerk bauen. Ist eigentlich hier mittlerweile was entstanden? Hier will keiner hinziehen, kann das sein? Schaut mal. Kein Zuschauer will zu mir ziehen. Doch, hier. Einer wohnt. Einer wohnt. Aber hier soll was entstehen. Das ist nämlich dann meine Hütte. Die Architekten. Ihr wisst ja, wie es ist. Die Architekten wieder. Die bauen hier ohne Ende. Das ist gut. Ist jetzt ein Gebäude ist abgebrannt. Das kommt ziemlich oft vor in letzter Zeit. Das hier läuft alles. Ich will nichts sagen, aber es läuft eigentlich ganz gut. Seit langer Zeit mal wieder Nachfrage nach allem. Man könnte fast sagen, wir haben diesen einen Industrieumbau komplett überlebt. Überstanden. Ich weiß nicht, ob wir schon komplett über dem Berg sind oder ob wir da noch irgendwelche Nachwehen zu erwarten haben. Okay. Ich überlege gerade, wie ich jetzt hier noch... Ich würde halt ganz gern aus dieser Straße... Mache ich auch wieder so groß. Vierspurig mit Bus.
von hier weg machen wir gebogen.